Okay, good news, bad news situation. Die gute News ist, dass wir demnächst vorankommen können, weil der Bereich hier hinten ist jetzt frei. Unsere Untermieter sind ausgezogen und wir können endlich den ganzen Scheiß entschlacken. Bad News ist, das wird alles länger dauern, als ich ursprünglich gehofft hatte. Unter anderem liegt das daran, weil die Rohre hier hinten, die müssen wir schützen. Will unser Vermieter so, ist auch sinnvoll, haben wir hier überall am Rest schon gemacht. Das heißt, diese Platten werden wir hier befestigen. Jetzt war ich vorhin schon mit David im Baumarkt und wir haben die Teile, die wir dafür brauchen, nicht alle bekommen. Das heißt, es dauert jetzt noch ein paar Tage, ich habe was bestellt und so weiter und so fort. Und vorher macht es keinen Sinn, hier Zeug reinzubringen, Regale zu füllen. Und vor allem wollen wir hier an der Seite unsere Ladestation, die Werkbank haben. Und hier gibt es viel zu wenige Steckdosen aktuell, dadurch, dass es eben bisher als Lager genutzt wurde. Das heißt, bevor wir alles vollstellen, wollen wir auch noch Steckdosen verlegen lassen. Deswegen dauert alles ein bisschen länger. Nichtsdestotrotz. Und zwar waren wir in der Sommerpause ziemlich aktiv, was auch Neuanschaffungen angeht. Ich habe wirklich versucht, so ein bisschen zu gucken, was hat im letzten Halbjahr vielleicht nicht ganz perfekt funktioniert, wo gibt es irgendwie Defizite, was könnten wir anpassen. Und ich bin auch ziemlich stolz auf die Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind oder die wir angepasst haben und dachte, ich stelle jetzt jeden Vlog hier was Neues vor, mal größere, mal kleinere Sachen. Und damit es Spaß macht, fangen wir heute mit was richtig Großem an, auf das ich super excited bin, das endlich ans Set zu bringen. Wir haben uns endlich mal einen richtig ordentlichen Magliner gegönnt. So ein Magliner, auch Filmcard genannt, ist im Prinzip eine sehr glorifizierte und teure Variante, Equipment von A nach B zu bekommen. Ist aber auch so viel mehr als das. Bisher haben wir immer so einen kleinen Rock'n'Roller, den vielleicht viele von euch kennen, so ein kleines Clubcard genommen, einfach alles mögliche Zeug draufgepackt und sind damit abgefahren. Da hast du dann also Probleme wie, dass die Reifen total klein sind, kaputt gehen, das Ding eigentlich nicht so richtig belastbar ist, man jedes Mal wieder alles auf und zubauen muss. Und ich habe mir mit einem Magliner immer gedacht, hey, vielleicht schaffen wir es, dass wir ein All-in-One-Card haben, was wir so komplett, wie es ist, in den Transit reinschieben und am Set einfach rausholen und quasi ready to shoot sind. Zumindest für so 80% unserer Drehs, was in der Regel Sketch-Comedy ist. Das heißt, das hier ist aktuell so eine Art Prototyp. Das muss noch Best-Case-mäßig getestet werden. Es kann auch sein, dass ich den jetzt über die nächsten Monate immer wieder anpasse. Aber das ist mein erstes Gefühl von dem, was wir immer und überall brauchen. Lasst uns unten anfangen. Ich möchte vorab noch sagen, das ist ein reines Kamera- und Licht-Grip-Card-Ton. Muss leider selber arbeiten. Okay, die untere Etage. Endlich raus aus ihren Cases stehen hier zwei Aperture Novas P300C Ready to Go Plug and Play. Alles ist angeschlossen, man nimmt einfach die Lampen raus, packt sie auf ein Stativ, steckt sie an Strom, fertig. Bisher hatten wir die immer in Cases, das heißt, man musste die dicken Cases, die ja wirklich krass überdimensioniert sind, jedes Mal rausholen, aufbauen. Das hat immer Zeit gekostet und definitiv dafür gesorgt, dass wir sie seltener einsetzen. So werden unsere Novas endlich wieder richtig viel zum Einsatz kommen. Hier an der Seite steht außerdem noch eine Softbox dafür. In der Mitte hier sind unsere neuen Lichtsäcke. Davon haben wir insgesamt aktuell 4 Stück dabei. Das sollte in der Regel reichen, um erstmal so ein gewisses Grundset zu haben und das Gewicht des ganzen Cards nicht zu sehr in die Höhe zu pushen. Auf der Seite hier drüben haben wir 2 Cases. Im oberen Case schön sortiert und das ist mir auch sehr wichtig, haben wir Schokos Verlängerungskabel und im unteren Case Mehrfachstecker. That's it. Strom braucht man immer und überall. Schön sortiert, hier kann man die sich schnell rausnehmen. Hier oben außerdem noch einen Haken. Perfekt. Für 2 Nanlite Power Tubes. Immer und überall. Kommen sowieso bei jedem Dreh zum Einsatz. Damit noch nicht genug, wir sind unten noch nicht ganz fertig. Hier haben wir noch eine geheime Schublade. Mit allerlei Uniklemmen, Zapfen und neuerdings auch endlich mal ein paar weitere Cardellinis. Hatten wir immer zu wenige. Ich habe jetzt insgesamt noch mal 4 Stück angeschafft, sodass wir 6 Cardellinis haben. Für unsere Art von Drehs in der Regel genug. Außerdem sind hier alle Safeties drin. Das heißt, da unten ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Grip-Kiste. In der oberen Etage geht es ein bisschen mehr um Kamera, aber natürlich auch hier um Licht. Ich habe hier auf jeden Fall.
Gott, das war laut. Hier immer eine Applebox dabei. Ich weiß noch nicht, ob das der perfekte Platz dafür ist, aber eine Applebox brauchen wir immer. Zugegeben in der Regel, damit ich mich draufsetzen kann. Aber Appleboxen kann man für alles Mögliche nutzen, wie wir wissen. Hier an der Seite aktuell zwei Amaran Flexlights, die 21Cs. Einfach auch erfahrungsgemäß, weil wir die immer und überall einsetzen, will ich deswegen dabei haben. Auf dieser Seite hier in der Kiste sind unsere Akkus, das heißt unsere ganzen V-Mounts und NPF-Batterien, die wir vor allem brauchen für unsere Regie-Monitor-Lösung, zu der ich nicht heute komme, denn auch die ist neu. Das machen wir dann irgendwie morgen oder so. Und hier drüben das Herzstück, für mich natürlich die Kamera auf einer Dovetail-Plate, das heißt, die sitzt hier bombenfest, können wir transportieren, durch die Gegend schieben, da passiert gar nichts. Ich kann sie hier einrichten. Ich stehe jetzt aktuell auf der gegenüberliegenden Seite. Normalerweise würde ich hier stehen und meine Arbeitsfläche ist dann nach vorne. Deswegen ist auch alles für euch gerade gut, für mich nicht so gut. Und vor allem, was ich mir hoffe, dass wenn hier die Applebox im Einsatz ist und die Flexlights im Einsatz sind, dass man hier einfach noch ein bisschen eine gescheite Arbeitsfläche hat. Egal für was. Das ist zwar noch nicht alles. Hier vorne hängen 2, 4, 5 Cord Bags aktuell. Das sind glorifizierte, ich sag heute down glorifizierte, ne? Das sind sehr, sehr teure, aber auch extrem geile Taschen, wo man Zeug reinmacht. Zum Beispiel in dem Fall BNC, SDI, Anschlüsse, Kabel und so weiter. Und ich habe hier HDMI, ich habe hier Magic Arme, ich habe hier Speichermedien und ich habe hier lauter DTAP-Kabel. Und die kann ich hier einfach richtig geil dranhängen und egal was ich brauche, ich hab's immer dabei. Mega nice. Wir haben noch ein paar mehr davon. Die gibt es in verschiedenen Größen. Die sind richtig gute Qualität. Einfach ein Träumchen für so Organizer-Herzen. Was natürlich auch nirgends fehlen darf, sind Robocups. Das sind zwei Getränkehalter für Flaschen oder Becher. Die sind einfach befestigt an einer Pipe, die aktuell noch frei ist, die man noch nutzen könnte. Hier ist einfach ein Pin dran. Da könnte also zum Beispiel noch irgendwie eine Lampe drauf oder irgendwas. Ich sage ja, es muss noch so ein bisschen ausgefeilt werden, wie viel Gewicht ist gut, wann ist es zu breit, wann kommt man nicht mehr in den Transit, nicht mehr durch Türen und sowas. Deswegen will ich es aktuell noch nicht übertreiben, sondern lieber so Step by Step schauen und aktuell so ein bisschen das wirkliche Standard-Set festlegen. Außerdem ist hier unten auch noch so ein schön pinker Aufsatz für irgendwie Stifte, Werkzeug, Tapes und so weiter und so fort, kann man hier reinmachen. Und nicht unschwer zu erkennen, nehme ich an, eine C-Stand-Halterung. Das heißt, auf der Vorderseite haben wir jetzt immer, egal wo wir hingehen, mit diesem Card 4 C-Stands dabei. Ich habe auch tatsächlich mal ein paar C-Stands noch bestellt über den Sommer, weil wir bisher nur große und zwei kleine hatten. Ich habe nochmal zwei kleine bestellt und zwei mittlere. Das heißt, unser C-Stand-Bestand ist jetzt auch nochmal deutlich größer. Vier davon haben wir immer dabei. Der Rest ist auf unserem Steelfingers C-Stand-Card. Und nicht weniger hyped bin ich über die andere Seite, denn hier ist jetzt dauerhaft montiert unser 19 Zoll Regiemonitor. Auch der ist einfach auf der gleichen Pipe wie die Kamera montiert, extra in die Richtung abseits vom Card, dass wenn ich irgendwie am Einrichten oder Vorbereiten oder sonst irgendwas bin, nicht alle Leute sich um mich rumtummeln, sondern der einfach woanders hin zeigt und der Card im Idealfall frei bleibt von zu vielen Leuten. Wie gesagt, zu diesem ganzen Regie-Setup und so erzähle ich die Tage noch was. Was jetzt aktuell safe noch fehlt, ist das Kamerastativ. Da habe ich noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Wir haben ja ein Sachtler Flowtech 100mm und das hat so einen schönen Tragegriff und ich hatte schon probiert, den irgendwie an die Seite zu machen, dass es so irgendwie steht. Aber es ist alles noch nicht ganz perfekt. Das heißt, da habe ich gerade noch nicht die ultimative Lösung. Ich glaube, auch da wird sich ein bisschen was zeigen, wenn wir es mehr benutzen. Was ich im schlimmsten Fall mache, ist halt einfach irgendwie noch quer drauf werfen und ab dafür. Ganz häufig sieht man dann irgendwie, dass Leute dieses Card so nutzen, dass sie es nach jedem Dreh abbauen, vor jedem Dreh neu aufbauen, neu beladen und Co. Aber ich möchte ja, dass wir einfach nur los müssen. Super nervig natürlich, wenn man jedes Mal noch irgendwie eine Rampe rausholen muss, aufbauen muss, irgendwo rauskramen muss. Und deswegen habe ich mir von unserem Schlosser nebenan eine schöne Rampe festbauen lassen im Transit, die während der Fahrt schön fest ist und vorm Dreh. Junge, so schnell einfach rausgeholt ist. Die ist vorne festgemacht. Die ist, oh, das ist einfach geil. Es ist von Profis gemacht und funktioniert. Wir haben es schon ausprobiert. Ich würde es auch vorführen, aber ich schwitze eh schon wie sauer, weil es gerade super, super warm ist. Und es ist nicht unbedingt ein Ein-Personen-Job, weil das Ding ist schon echt schwer. Aber wir können einfach den Kart reinfahren. Rampe hoch, Klappe zu und natürlich irgendwie festzuholen und so. That's it. Wir fahren irgendwo hin. Wir fahren vor. Wir machen hinten auf. Rampe raus. Merklaner raus. Drehen. Ist natürlich sehr simplifiziert, aber
Ihr wisst, was ich meine. Ich bin mega hyped. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich fühle mich auch gerade etwas überdreht. Aber worth it. Bevor die Fragen kommen, das hier ist der Adicam Max. Nicht Max Plus. Bei Max Plus kann man irgendwie die Seiten hier noch ausklappen. Mit den nicht allergrößten Reifen. Die haben jetzt nochmal so Offroad-Reifen rausgebracht, die wirklich riesig sind. Ich frage mich manchmal, ob es nicht vielleicht ein Upgrade ist in Zukunft, diese großen Reifen. Weil mit viel Gewicht ist das schon echt eine ordentliche Anstrengung für eine Person. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht mit größeren Reifen ein bisschen einfacher wird. Und ich will auch dazu sagen, das ist eine recht teure Anschaffung mit irgendwie fast 2000 Euro drumherum mit den ganzen Accessoires. Ich würde das so unter Luxusgüter einordnen. Es ist was für uns total geil ist, weil es wirklich, wirklich notwendig ist nach all den Jahren. Und wir in größeren Teams arbeiten, größer ist übertrieben, aber zumindest immer mit ein paar Leuten. Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie sagen würde, ist eine Sache, die jeder braucht oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das Bedürfnis habe, das zu sagen. Ich glaube, das war jetzt so weirdly influencer-mäßig, dieses Video, und ich wollte das nochmal ein bisschen gegensteuern. Ich finde es geil, dass wir das haben. Wir hatten es jetzt aber auch irgendwie 12 Jahre lang nicht. Ne? Deswegen ab sofort Träumchen. Ich breche jetzt hier einfach ab und stelle morgen oder im nächsten Vlog, wann auch immer der kommt, was anderes vor. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen, die mich ähnlich hypen wie der Magliner. Oh, und natürlich die YouTube-Pflicht. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen habt, ab in die Kommentare. Negative Sachen. Ich will nichts Negatives, Leute. Ich habe gerade gute Laune. Let's keep it up. Let's keep it positive.